Einen Wasserzähler gibt es in jedem Haus. Doch wie liest man ihn korrekt ab? Zuerst sollten Sie wissen, wie viele Wasserzähler sich in Ihrem Haushalt oder auf Ihrem Grundstück befinden. Das verrät Ihnen ein Blick auf die letzte Wasserrechnung. Bedenken Sie dabei, dass sich die Anzahl während des letzten Jahres, zum Beispiel durch einen Gartennebenzähler, geändert haben könnte. Die Wasserzähler finden Sie im Keller an der Hauptleitung, in Ihrem Hauswirtschaftsraum oder im Schacht auf Ihrem Grundstück. Zum Ablesen haben Sie eine Zählerkarte erhalten. Vergleichen Sie zunächst die Zählernummer auf der Zählerkarte mit der auf Ihrem Wasserzähler. Bitte lesen Sie nur die auf der Zählerkarte angegebenen Zähler ab. Die Anzeige des Wasserzählers zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen. Im oberen Bereich steht die Wasserzählernummer, darunter befindet sich das Zahlenfeld. Für den korrekten Zählerstand benötigen Sie die 5 Stellen links vor dem Komma. Bitte tragen Sie auch die Nullen mit ein. Falls eine Zahl noch nicht ganz erreicht ist, gilt stets die kleinere Zahl. In diesem Fall notieren Sie also die 4. Jetzt können Sie die nötigen Informationen an die NuWAP übermitteln. Sowohl Ihre Kundennummer als auch Ihre Zählernummer sind auf der Zählerkarte bereits eingetragen. Sie müssen lediglich den Zählerstand und das Ablesedatum ergänzen. Zum Schluss noch 2 praktische Tipps. Wenn die Wasseruhr schwer einsehbar ist, hilft ein Schnappschuss mit dem Smartphone. Der Zählerstand lässt sich dann ganz in Ruhe ablesen. Außerdem sollten Sie immer die Unversehrtheit des Siegels und das Eichdatum prüfen. Noch Fragen? Dann wenden Sie sich ganz einfach an unsere Mitarbeiter bei der NuWAP. Wir helfen Ihnen gern weiter.